Sprecher vom Bistum Bamberg. Also sind Sie schon meist inzwischen nach Bayern ausgewandert, ist aber eben so der bergischen Heimat immer noch sehr eng verbunden und ist eben auch einer der Wiederholungstäter, der in allen vier Krimi-Anthologien vertreten ist. Die Geschichte heißt Der Tag, als Kubanke starb. Es war eine lange Fahrt von Brüssel nach Rückeswagen. Ich war fast den ganzen Tag unterwegs gewesen. Die letzte Etappe fuhr ich mit dem Bus Nummer 337. Aussteigen musste ich in der Peterstraße, direkt neben meinem künftigen Zuhause. Erschöpft schaute ich aus dem Fenster und ließ die zauberhafte bergische Landschaft an mir vorbeiziehen, während ich mich an früher erinnerte. Die Zeiten, in denen ich von meinem Assistenten in einem 7er BMW durch die Straßen chauffiert wurde, waren vorbei. Ebenso meine Dienstzeit im altehrwürdigen Polizeipräsidium 600 Kilometer entfernt. Ich war wieder zurück, in meiner bergischen Heimat. In Wuppertal geboren, als es noch gar nicht existierte und Elberfeld hieß, zog es mich schon bald in die weite Welt. Meinen beruflichen Erfolg erlebte ich also in der Ferne. 24 Jahre München, dann Belgien. Von Brüssel aus, wo ich bei Europol meine langjährige Erfahrung als Polizeibeamter einbringen konnte. Nun stand ich also vor der Seniorenresidenz aus Heimkehr, wo ich beabsichtigte, meinen Lebensabend zu verbringen. Ohne Mord, Totschlag, Haftbefehl und Ringfahndung. An der Rezeption des Haus Heimkehr wurde ich außerordentlich freundlich von einem jungen Mann empfangen. Grüß Gott, wollte ich sagen, wie es mir vor Jahrzehnten angewöhnt hatte. Doch dann besann ich mich, wo ich mich befand und sagte freundlich, guten Tag, mein Name ist, aber wir wissen natürlich, wer Sie sind, fiel mir der freundliche junge Mann ins Wort. Wir sind sehr stolz, dass Sie uns die Ehre geben, unser Gast zu sein. Wir sind sicher, Sie werden sich hier wohlfühlen. Ich darf Sie gleich der Hausleiterin Frau Dr. Loska vorstellen. Einen Moment bitte. Ich war es gewohnt, von Fremden erkannt zu werden. Während eines Urlaubs in Südtirol ist es mir tatsächlich einmal passiert, dass ein Karabinieri auf mich zugelaufen kam und rief, Inspektore, ich möchte auch einmal so gut werden wie Sie. Oder als es noch Grenzkontrollen gab, wurde ich von einem Zöllner angesprochen, der sagte, er hätte gern so einen Chef wie ich, wie mich. Der Mann drückte einen Knopf an einer Sprechanlage, bestellte seine Chefin zum Empfang. Einige Augenblicke später begrüßte mich eine dunkelhaarige Dame mit geheimnisvollem Gesichtsausdruck. Herzlich willkommen bei uns in Hückeswagen im Bergischen Land. Wir sind sehr stolz, dass Sie unser Gast sein wollen. Ja, ja, wehrte ich ab. Das Wiederholen von Dialogen war mir nichts Neues. Aber ich wurde ungeduldig.